Der Todesritter im Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree ist bestimmt nicht OP, zumindest nicht im PvE, aber er macht jede Menge Spaß und spielt sich ein wenig wie Zenitze aus Demon Slayer. Wenn ihr also Fan des Anime seid, könnte dieser Build etwas für euch sein. Ihr benötigt dazu natürlich den DLC und ihr benötigt vor allem eine Waffe aus dem DLC. Ich spiele hier einen Build mit Fokus auf Stärke und Faith. Ich habe 80 Faith und knapp 47, knapp 50 Stärke, glaube ich. Also ihr braucht auf jeden Fall Stärke und Glauben und dann braucht ihr diese Waffe. Ein Doppelechse des Todesritters, denn was ich hier die ganze Zeit mache, das ist der Spezialeffekt der Waffe. Und um diese Waffe zu bekommen, müsst ihr erstmal den Todesritter besiegen in den Nebelriss-Katakomben. Das ist ein kleiner Dungeon. Dann müsst ihr den Todesritter wegballern und dann bekommt ihr seine Waffe. Die könnt ihr auch wahlweise einhändig oder beidhändig tragen. Das ist ziemlich cool. Und den Purpur-Bernstein-Talisman 3, das Medaillon, gibt es auch noch mit dazu. Richtig schön. Ansonsten Schotterstein-Siegel 25, Wolfswappenschild trage ich. Rüstung des Todesritters, die ist wichtig, denn die pusht nochmal den Spezialeffekt der Waffe. Ich trage nur 3 von 4 Teilen, denn sonst würde ich zu viel Gleichgewicht verlieren. Deswegen trage ich hier nochmal andere Beine. Die Rüstung findet ihr in den Dunkellicht-Katakomben. Da liegt sie am Anfang einfach so rum, ist ein bisschen versteckt. An Talismanen habe ich verrottene geflügelte Schwertinsignie, Doppelklingen-Talisman, Scherbe von Alexander und Drachen-Großschild-Talisman. Ich probiere also komplett auf den Spezialeffekt der Waffe zu gehen, aber auch ein bisschen Verteidigung mitzunehmen. Bei meinen Zaubern habe ich dabei Blitzender Speer, ist halt schön für Single-Target, Lanzex Glaive, schön für Multitarget und Elektroladung. Die findet ihr ebenso in den Nebelriss-Katakomben. Die habe ich eher so für den Style, denn damit sieht es wirklich aus, als würde die Luft um mich herum vibrieren. Der Damage, der da noch mit dazukommt, der ist vernachlässigbar. Es sieht aber cool aus. Der Damage kommt durch den Spezialeffekt. Das ist der Charge nach vorne. Der macht ja auch schon ein wenig Schaden, wenn ihr damit in den Gegner immer wieder hineinchargt. Wenn ihr aber, während ihr chargt, auch noch einen schweren Angriff macht, dann macht ihr diese coole Drehwirbelbewegung. Und das macht dann natürlich richtig Spaß. Außerdem könnt ihr den Charge auch dazu verwenden, zum Beispiel auszuweichen oder in brenzligen Situationen schnell aus einer Gegnergruppe rauszukommen. Und ja, mit der Waffe geht ihr komplett auf diesen Waffenskill. Das macht einfach megamäßig viel Spaß. Die Waffe selbst ist wie gesagt nicht OP. Sie skaliert auf Stärke und Faith, ich glaube, mit C und auf Geschicklichkeit mit D, wenn man sie voll ausgemaxt hat. Also das ist, wie gesagt, kein OP-Bild, das ist eher ein Spaßbild. Aber ja, ich finde, um so ein bisschen Demon Slayer-Flair bei mir mit ins Gameplay mit reinzubringen, macht das hier einfach sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen habe ich das hier wirklich sehr gerne dabei. Und es bringt auch wirklich ein bisschen frischen Wind mit rein. Also ihr könnt natürlich die ganze Zeit die Waffe beidhändig führen. Das macht total viel Spaß. Ihr könnt aber auch auf euren Schild wechseln und könnt auf Abwehrkonter setzen. Aber ihr seht, wenn ich natürlich hier reinkrache, dann mache ich schon ordentlich Druck und selbst der fliegt da einfach nur noch runter. Das ist schon ziemlich cool. Und jetzt bei dem Gegner wechsle ich auf meinen Schild, weil, wie gesagt, will auch mal einen Abwehrkonter schmeißen. Und selbst das funktioniert und dann ist auch der Gegner kein Problem. Wie gesagt, also gegen die großen Bosse ist das nicht immer die beste Waffe, kommt auf die Resistenzen an. Es geht hier wirklich mehr um den Style, weil wie gesagt, der Build ist in Anlehnung an Zenitze aus Demon Slayer und das macht der Build wirklich cool. Also wenn ihr auf einen schnellen Spielstil steht, wenn ihr darauf steht, wirklich einfach durch eure Gegner durchzuwirbeln, ihr damit leben könnt, auch mal einen Treffer abzubekommen, wenn ihr nicht einfach nur ultimativ viel Damage machen wollt, dann ist das ein schöner Hochgeschwindigkeitsspielstil. Und ja, also ihr seht, man kommt damit auf jeden Fall zurecht. Ab und an mal öffnet sich die Verteidigung und ihr kassiert einen Treffer. Also das ist wirklich ein Spielstil, wenn ihr ein bisschen risikoreich spielen wollt, wenn ihr weniger aus der Entfernung oder aus einer sicheren Blockhaltung super viel Damage machen wollt, sondern hier geht ihr wirklich an Gegner ran und fliegt auch einfach mal selber mit runter, weil ihr es übertrieben habt. Das passiert hier auch bei dem Bild, muss ich mit dazu sagen. Aber ansonsten, wie gesagt, also einfach in Gegner reinchargen, wirbeln. Je mehr Gegner um euch herumstehen, desto höher ist die Chance, dass ihr auch mehrere Gegner gleichzeitig damit erledigt. Ist nicht immer ganz so einfach,
für zwischendurch aber super interessant. Spielt sich ein bisschen anspruchsvoll, weil ihr halt sehr viel Platz für gegnerische Treffer lasst. Aber ja, das macht ihn aus und ich mag es einfach, mit dem Blitz nach vorne zu gehen und in meine Gegner rein zu chargen. Vielleicht kriege ich es auch später noch ein bisschen besser hin, dann würde ich nochmal ein Update dazu posten. Hier geht es, wie gesagt, wirklich um den Spielspaß. Hier geht es nicht um Effizienz, hier geht es nicht um Performance, hier geht es einfach darum, mal zu gucken, was ist alles so möglich. Und ich wollte mir ja auch gerne eine DLC-Waffe aufbauen. Von daher ist das hier geglückt mit dem Set zusammen, macht sehr viel Spaß. In diesem Sinne, ihr lieben Freunde meines Kanals, wenn ihr noch Tipps und Tricks für Elden Ring DLC-Builds habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Vielen lieben Dank und haut rein, bis zum nächsten Mal. BB, gehabt euch wohl, euer Hyuga.